Der französische Milliardär Vincent Bolloré ist in Nanterre bei Paris in Polizeigewahrsam genommen worden. Er steht unter Korruptionsverdacht. Sein Unternehmen soll afrikanische Politiker finanziell unterstützt haben, die ihm im Gegenzug dann Hafenkonzessionen in Afrika, unter anderem in den Ländern Togo und Guinea, verschafft haben sollen. Schon seit Jahren wird gegen den 66-Jährigen, der in Frankreich sehr bekannt ist, ermittelt. Bolloré übernahm 1981 das mittlerweile fast 200 Jahre alte Unternehmen seiner Familie, das ursprünglich Papier herstellte, und machte daraus einen einflussreichen Konzern. Die Aktien der Bolloré-Gruppe fielen nach der Festnahme des Firmenchefs. Die Bolloré-Gruppe gab an, es habe nicht die geringsten Unregelmäßigkeiten in Afrika gegeben.